Was passiert, wenn der Staat inkonsequent gegenüber Straftätern ist? Der folgende Fall zeigt es exemplarisch. Ein noch nicht so lange hier Lebender ist schon seit 31 Monaten in Deutschland, hat 34 Straftaten begangen und weil das Ganze Konsequenzen blieb, die 35. Straftat wurde ein versuchter Mord und damit folgt die Untersuchungshaft vermutlich mit anschließender Unterbringung in Sicherungsverwahrung und der Abschiebung, vielleicht aber auch nicht. Erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Wie lange lässt sich der deutsche Staat auf der Nase herumtanzen? Das ist eine wichtige Frage und die Frage ist vor allem, von wem lässt er sich wie lange auf der Nase herumtanzen? Von mir oder von dir lässt er sich weitaus weniger auf der Nase herumtanzen als von anderen. Wenn ich 34 Straftaten begangen hätte, dann würdet ihr mich schon lange nicht mehr sehen hier in meinen Videos. Vor allem nicht, wenn ich euch mal die Straftaten vorlese. Wenn ich schon 15 Mal Ladendiebstahl begangen hätte, davon 7 besonders schwere Fälle. Wenn ich dazu noch einen Kreditbetrug begangen hätte. Wenn ich dazu noch 2 Sachbeschädigungen, eine davon an einem PKW gemacht hätte. Wenn ich einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz hätte. Wenn ich bei dem Erschleichen von Leistungen erwischt worden wäre, wenn ich eine Nötigung, eine Bedrohung und einen räuberischen Diebstahl begangen habe, eine einfache Körperverletzung und eine gefährliche Körperverletzung. Meint ihr, dann würde ich noch hier sitzen und euch diese Videos hier aufnehmen können? Nein, ich wäre schon längst verurteilt und zwar auch nicht mehr zur Bewährung, denn man hätte da hier eine Gesamtstrafe von über 2 Jahren verhängt. Und dann säße ich als deutscher Staatsbürger hier mit Sicherheit schon lange, lange im Gefängnis und könnte mir die Welt hinter schwedischen Gardinen anschauen. Aber nicht so hier Khalil H. Geboren in Aleppo, 17 Jahre alt, hat in den letzten 31 Monaten inzwischen 35 Straftaten in Deutschland begangen. Die letzte Straftat von Khalil H. war erst am vergangenen Freitag. In der Fußgängerzone von Stuttgart hat er mit meinem Messer auf eine Familie eingestochen. 3 Männer wurden schwer verletzt, einer davon sogar lebensgefährlich. Er wurde dann einen Tag später mit Fußfesseln zum Haftrichter gebracht. Der Jugendliche ist seit Jahren polizeibekannt, gilt als aggressiv und gewalttätig. Und der Staat, er lässt sich auf der Nase herumtanzen. Aber du und ich, wir wären schon 3-mal eingebuchtet. Und das ist diese Bigotterie, dieses Maß, dieses doppelte Maß, dieses... Oh, das ist das, was uns so aufregt. Und was bald zu englischen Verhältnissen in Deutschland führen wird. Er ist jetzt nicht mehr auf freiem Fuß. Er ist jetzt hier inzwischen in Untersuchungshaft. Er ist hier sogar auch anerkannter Flüchtling. Hat ihn aber nicht daran gehindert, hier diese diversen Straftaten zu begehen. Mehr als eine Straftat pro Monat. Es ist hier wirklich quasi sein Job. Ja? Also sein Hauptbroterwerb ist das Begehen von Straftaten. Den Großteil der Straftaten hat er alleine verübt, einen kleineren Teil gemeinsam mit Bekannten oder Familienangehörigen. Die sind also auch schon hier. Wegen verschiedener Vorfälle sind auch nach Zeitungsinformationen hier die Familienangehörigen bereits polizeibekannt. So bereits polizeibekannt. Das kennen wir irgendwoher. Mit dem Messerangriff in dieser Stuttgarter Königstraße kommt jetzt einmal versuchte Tötung obendrauf. Er hat hier laut Polizeibericht gegen 18.25 Uhr auf eine 5-köpfige syrisch-türkische Familie eingestochen. Es ist wieder phänomenal, dass der Syrer auf eine syrisch-türkische Familie hier einsticht. Ich bekomme immer wieder die Kommentare, wenn sie sich gegenseitig an die Gurgel gehen, soll es einem recht sein. Das sehe ich etwas anders. Das Problem ist ja vor allem schon, die gehen sich erstens mal an die Gurgel, dass wir am Ende die Sauerei wegräumen müssen. Und zweitens vor allem, das sehen die Kinder, Leute. Also das ist nicht egal, wer da, also dass das jetzt den einen oder den anderen betrifft. Die sollen das generell nicht machen und vor allem nicht in der Fußgängerzone. Die Familie hier, sie hatte auch Kinder dabei. Es gab dann hier noch umstehende Männer, die da eingegriffen haben. Es gab dann erst einen verbalen Streit mit Khalil und seinen Freunden. Er ist dann kurz davongezogen, hat das Messer geholt, kam zurück und hat dann eingestochen wie ein Verrückter. Seine beiden Komplizen haben nicht mitgestochen, sondern nur er hat es getan. Jetzt ist die Frage, warum ist ein Gewohnheitsverbrecher immer noch in Deutschland? Weil Frau Annalena Baerbock sagt, wir führen keine diplomatischen Beziehungen mit Syrien und damit begeht sie Arbeitsverweigerung. Es ist ihr einziger verdammter Job als Außenministerin, diplomatische Beziehungen mit allen Ländern
zu führen, für die wir irgendwelche Kontakte brauchen. Und nur weil ich diplomatische Beziehungen mit Syrien führe, heißt das nicht, dass ich diesen Staat unterstützen muss. Ja? Dafür gibt es auch die UN mit ihren Resolutionen, da können sie immer abstimmen wie wild. Es ist phänomenal, wenn wir dieses zugrunde legen, dass wenn wir diplomatische Beziehungen mit einem Staat haben, dann einfach restlos alles anerkennen, dann müsste auch die Bundesrepublik und Frau Annalena Baerbock, speziell sie, die diplomatischen Beziehungen zu China abbrechen, weil wir wissen, dass Uiguren dort auch menschenunwürdig behandelt werden. Da sie das aber auch akzeptieren, können sie sich nicht herausreden, hier machen wir das und da machen wir das nicht. Die Leute draußen, sie haben es alle geschnallt. Sie sind ein Problem für die Sicherheit von Deutschland. Das größte Sicherheitsrisiko aktuell ist nicht Frau Faeser, es ist Annalena Baerbock. Die eine Person, die mit einem Federstrich, mit ihrer Lagebewertung darüber entscheiden kann, ob wir hier abschieben im großen Stile, wir reden dann über mehr als 100.000 Personen, oder ob das Ganze einfach aufgrund der Lagebewertung des Auswärtigen Amtes nicht geht. Und das Auswärtige Amt mit seiner Lagebewertung stellt sich über Gerichtsentscheidungen in diesem Land, die Lage völlig anders beurteilen. Der junge Mann aus Stuttgart, Khalil, hat eine vorläufige Aufenthaltsgenehmigung, eine Fiktionsbescheinigung, die bis November 2023 nur gültig war. Er hat eine Verlängerung beantragt, aber aufgrund der deutschen Bürokratie bis heute keine Verlängerung erhalten. Damit wäre er quasi nicht mehr mit Aufenthaltsgenehmigung hier. Damit wäre er theoretisch nur geduldet und Geduldete kann man sofort ausweisen und abschieben. Der Serientäter erhält sogar aktuell Sozialleistungen des deutschen Staates. Und da ist sie wieder, die Klatsche für jeden, der hier noch Steuern bezahlt, für jeden, der noch ehrlich arbeiten geht, für jeden. Boah, Leute, ihr regt euch wahrscheinlich noch mehr auf wie ich. Mein Blutdruck, der ist noch ziemlich unten, der ist wirklich noch ziemlich unten für heute. Das Regierungspräsidium in Stuttgart soll bereits eine Ausweisung geprüft haben. Der Ausgang des Verfahrens ist völlig offen. Denn es wird nicht nach Syrien abgeschoben. Und dass hier Khalid H. gefährlich ist, wissen die Behörden zu gut. Er hat immer wieder sofort mit einem Messer gedroht und mit Gewalt gedroht, bei jeder einzelnen Verhaftung. Das Gefahrenpotenzial kann hier absolut nicht mehr geleugnet werden. Aber hier scheitert ein grüner Ministerpräsident an der grünen Außenministerin. Das ist ja der Witz an dieser Geschichte. Das ist nicht die CDU, die da einen hat und sagt, Frau Baerbock, der muss weg. Nein, das ist Winfried Kretschmann. Das ist der grüne Ministerpräsident, den einzigen, den sie haben. Und der sagt, Leute, also ich habe hier ein paar Leute, die müssen weg, egal wie. Nein, sie machen das nicht, ja. Sie stellen das Wohl der hier Zugezogenen über das Wohl der gesamten deutschen Bevölkerung. Und wenn hier jemand seinen Schutzanspruch verwirkt hat, müssen wir dann uns auch eingestehen, dass wir Personen, die ihren Schutzanspruch verwirkt haben, und das können wir festlegen, ja, das ist eine politische Entscheidung, ob wir sagen, ab der ersten Straftat oder ab Messerstecher oder ab Kapitalverbrechen, wir könnten festlegen, wann es ausländerrechtlich und nach Aufenthaltsgesetz zu einem Verlust der Aufenthaltsbescheinigung kommt, denn das ist aktuell schon geregelt und das könnte man viel schärfer fassen. Und dann müssten wir uns endlich mal ehrlich machen und sagen, ja, die Genfer Flüchtlingskonvention und das Recht auf Asyl, das muss hinten anstehen. Zuerst kommt das Sicherheitsinteresse von uns. Und wenn die hinzukommende Person eine Gefahr für die Bevölkerung darstellt, wie Khalil hier in Stuttgart, dann hat er keinen Anspruch darauf, von dieser Gesellschaft beschützt zu werden vor seiner Verfolgung, die ihm irgendwo droht. Dann muss er sich ein anderes Land suchen, was bereit ist, ihn aufzunehmen. Wir sagen dann, nein, der Schutz der Bevölkerung geht vor dem Schutz des Individuums, was aus Verfolgungsgründen zu uns kommt. Und das wäre Politik mit Kopf. Das wäre vor allem ehrlich, dass der Schutz von dir und mir und von unseren Kindern vorgeht vor jedem Dahergelaufenen, der seinen Pass weggeworfen hat und nur behauptet, er komme aus diesem Gebiet. Wir überprüfen das überhaupt nicht und das ist ja das Schlimme daran. Es gibt wirklich verfolgte Menschen. Das sind aber meistens Menschen, die nicht ihren Pass wegwerfen, ja? Und die nicht nur dahin rennen, wo sie das meiste Geld haben, sondern die auch damit zufrieden sind, wo sie in Sicherheit leben können. Ja? Nur die, die in das Schlaraffenland wollen, die kommen dann zu uns. Und jetzt sehen wir, was wir davon haben. Einen riesengroßen Salat. Und die Politik kann dieses Problem nicht lösen. In England gibt es katastrophale Szenen. Ganz England brennt. Überall gibt es Randale. Muslime gehen auf die Straße. Angeblich Rechte gehen auf die Straße. Wobei ich da sagen muss,
The Britons go on the street. Also die Briten gehen auf die Straße und da kommen wir immer wieder zu dem Punkt zurück, dass die Leute sich über den Islam bis heute keine ehrlichen Gedanken machen und auch in der Geschichte nicht aufgepasst haben. Aber das ist eine andere Geschichte. Die Geschichte, ob du und ich, ob wir verloren sind in Europa oder nicht, die erzähle ich euch in einem anderen Video. Deswegen abonniere den Kanal X und Telegram, auch für die unzensierten Bilder. Die Bilder aus England kann ich euch hier nicht mehr zeigen. Mein letztes Video wurde ab 18 eingestuft, nur weil Leute mit Macheten da rumgelaufen sind. Aber das ist die Realität. Es wird immer weiter zensiert. Die Tagesschau, sie kennt die Probleme in England nicht. Da gibt es nur mal rechte Proteste und ein paar Verhaftungen. Dabei haben wir in England jetzt die krasse Situation. Wütende Mobs randalieren durch die Straßen und der Staat muss wieder die Kontrolle erlangen. Und das wird wirklich blutig werden. Da wird es jetzt wieder Dutzende Verhaftungen geben. Und ich kann mir schon ausdenken, wie das ausgeht. Wir werden nur die Bilder der einen Seite der Verhaftung sehen. Deswegen abonniere den Kanal, bleibe dran. Es bleibt spannend und damit ciao, bis bald.